Auch wenn die Zeit und einige andere Faktoren es verhindern wollten, heute geht's trotzdem um das Spiel Zeiträuber. Zeiträuber ist ein Spiel von 1984. Wobei ich nicht hundertprozentig weiß, ob es überhaupt veröffentlicht wurde damals. Ich habe nämlich keinen Vertrieb im Spiel finden können. Allerdings der Programmierer Andreas Werminghoff, der hat 1984 an dem Produktbuch mit Diskette Dumont's Commodore 64 Kramkiste mitgewirkt. Das Spiel könnte also durchaus daher stammen. Aber falls jemand mehr weiß, gerne Bescheid geben. In diesem Spiel geht es darum, durcheinander gewürfelte Begriffe, die sich mit dem Thema Vergangenheit irgendwo beschäftigen, schnellstmöglich, nach Möglichkeit auch ohne Hilfestellung, zu entschlüsseln. Das heißt Anagrammbildung. Tipps, die man durch die Zeit, die man verbraucht, irgendwann kriegt, die kosten sogenannte Zeitdollar. 200, 300 und dann endgültig 400 Zeitdollar pro Tipp. Und nicht jeder Tipp ist wirklich hilfreich. Ich meine, wenn man vor einem durcheinander gewürfelten Schliemann steht und man erfährt nur, dass es sich um Archäologie geht, ich meine, da weiß man oftmals nicht ganz so schnell, wer oder gar was gemeint ist. Das Spiel zeichnet sich durch eine ziemlich extreme Schlichtheit aus. Die Darstellung erfolgt komplett im Textmodus. Und Musik oder Toneffekte fehlen komplett. Das einzig Dekorative ist hier dieser Pseudo-Röhrenfernseher-Kissen-Effekt, der mit verschiedenen Petsky-Zeichen halt eben geschaffen wurde. Ach ja, und dann gibt's ja noch den Titelbildschirm mit seinen Punkten in verschiedenen Farben. Wobei die Punkte sollen wahrscheinlich Sterne sein. Im Endeffekt ist Zeiträuber eher ein nettes kleines Spiel für zwischendurch. Wobei auf dem 64er ist es natürlich schwieriger, das wertzuschätzen. Ganz einfach wegen den Ladezeiten. Ich meine, ist nicht so, dass die Spiele halt eben so ganz schnell fertig sind. Auf einem Emulator, da kann es schon ganz okay sein. In 2 Wochen geht's um einen Mord. Und wir sind hinter einem Mörder hinterher. Und das Spiel heißt halt auch Mörder und ist aus dem Hause Multisoft.